Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich mit euch über ein etwas ernsteres Thema reden, über postnatale Depressionen. Heute liegt mir wirklich am Herzen. Ich bekomme regelmäßig Nachrichten von den unterschiedlichsten Frauen in den unterschiedlichsten Lebenssituationen, die an einer postnatalen Depression, auch PND genannt, leiden. Und einige davon wissen überhaupt nicht, dass sie an einem Krankheitsbild leiden, sondern denken einfach, sie wären schlechte Mütter oder sie wären irgendwie schuldig, weil sie so unglücklich sind. Und deswegen möchte ich heute darüber einmal ausführlich mit euch reden. Zum einen, damit ihr wisst, ihr seid nicht alleine, und zum anderen auch, um zu erklären, welche Hilfemöglichkeiten es gibt und dass es auf jeden Fall einen Weg daraus gibt. Auf jeden Fall. Nach der Geburt direkt haben ja erstmal fast alle Frauen, nämlich 8 von 10, einen sogenannten Babyblues. Ich hatte den jetzt auch 4-mal. Es sind ganz furchtbare Tage, von daher kann ich mich auch in etwa hineinversetzen, wie sich eine postnatale Depression anfühlt, nämlich in etwa genau so, nur dass sie halt nach ein paar Tagen nicht aufhört. Der Babyblues kommt ca. 3 bis 5 Tage nach der Geburt und verschwindet auch ca. 5 Tage, nachdem er angefangen hat, wieder von selber. Das habe ich etwas deutlicher erklärt in den Wochenbett-Videos und das ist eine ganz, ganz schlimme Zeit. Und wenn der Babyblues von alleine nicht mehr weggeht, sondern dieser Zustand von Erschöpfung, Müdigkeit, Überlastung, Appetitlosigkeit, Schlaflosigkeit, innerer Leere, dieses Schuldgefühl und diese endlos negativen Gedanken, die tiefe Traurigkeit, die permanente Gereiztheit, vielleicht auch wenn man keinen Kontakt mit dem Baby richtig aufbauen kann oder wenn man sogar Suizidgedanken hat, wenn das alles nicht weggeht, sondern bleibt, Wochen und Monate, dann leidet man unter einer postnatalen Depression. 1 von 10 Frauen trifft es in Deutschland im Durchschnitt. Das heißt, das sind gar nicht so wenige. Und dann gilt es, das zu erkennen und sich auf jeden Fall Hilfe zu holen und nicht diesen Zustand zu akzeptieren und auszuhalten. Warum trifft es jetzt einige Frauen und andere nicht? Ganz wichtig, die Frauen, die es trifft, sind nicht selber schuld daran. Und es macht keinen Sinn, sich Vorwürfe zu machen. Die Ursachen können ganz viele verschiedene Gründe haben. Da können körperliche Ursachen dafür verantwortlich sein, seelische, eine schwere Geburt oder eine traumatische Schwangerschaft. Es kann aber auch das soziale Umfeld mit dafür verantwortlich sein. Und weil dieses ganze Thema so komplex ist, ist es auch nahezu unmöglich, da alleine aus dieser Spirale herauszukommen, sondern so nötig, sich in professionelle Hilfe zu begeben, in professionelle Hände zu begeben und gemeinsam die Ursachen zu erforschen und einen Weg herauszufinden. Ja, und wenn du jetzt mit diesem Problem alleine bist und du möchtest dir Hilfe suchen, dann ist natürlich die allererste Frage, wie kommt diese Hilfe jetzt zu mir? Der naheliegendste, unkomplizierteste und schnellste Weg ist, geh zu deinem Frauenarzt. Dein Frauenarzt, der dich schon während der Schwangerschaft betreut hat, und erkläre ihm einmal die Situation, ohne Bitte zu bagatellisieren. Dazu neigen wir ja. In dem Moment, wo wir mit anderen über unsere Probleme reden, machen wir sie ja oft kleiner, als sie sind. Nein, das geht dann natürlich nicht, sondern vertraue dich deinem Frauenarzt an. Selbstverständlich gibt es auch in jedem Bezirksamt Anlaufstellen, bei Pro Familia gibt es Anlaufstellen, in den Familienzentren. Aber meistens ist es ja, gerade wenn man ein Problem hat, doch angenehmer, sich an Menschen zu wenden, die man schon kennt. Und deswegen der Weg zum Frauenarzt. Dein Frauenarzt wird dich dann in professionelle Hände weiterleiten, aber trotzdem kannst du selber auch was dafür tun, dass es dir zumindest ein kleines bisschen besser geht. Da wäre zum Beispiel auf die Ernährung achten. Keine Diäten machen, viel Obst, viel Gemüse, regelmäßig über den Tag verteilt, keine zu langen Pausen zwischen den Mahlzeiten, sonst gerät der Blutzuckerspiegel außer Kontrolle und das sorgt dann dafür, dass ja auch der Gehirnstoffwechsel etwas in Schwankungen gerät. Deswegen schön regelmäßig essen. Es gibt glücklich machende Nahrungsmittel wie Bananen, Cashewnüsse und dunkle Schokolade. Also gerne da zugreifen. Achte darauf, dass du dich viel bewegst, ab an die frische Luft. Schnelles Marschieren, am besten mit Baby vorm Bauch. Denn je mehr du dein Baby an dir trägst, auch wenn die Bindung vielleicht problematisch ist, auch wenn du nicht den Bezug wirklich herstellen kannst,
binde dir dein Baby trotzdem um den Bauch und geh einfach zu Fuß so weit und so viel du kannst. Ja, der Körperkontakt mit deinem Engelchen sorgt dafür, dass du Oxytocin ausstößt und somit tust du was Gutes für euch beide. Versuche viel zu schlafen, ruh dich viel aus. Besteh darauf, dass dein Freundeskreis und dein Partner dir helfen, deine Familie für dich da sind. Du bist selber krank, das heißt, du musst nicht stark sein. Also hol dir so viel Hilfe wie möglich von außen. Es werden bezahlt von der Krankenkasse natürlich die Hebammen. Dann gibt es Mütterpflegerinnen, die kommen und pflegen dich. Dann gibt es Familienpflegerinnen, die kommen und versorgen die größeren Kinder. Das heißt, diese Angebote, die sind da. Jetzt musst du nur den Schritt machen, zumindest den ersten zum Frauenarzt zu gehen, dich weiterleiten lassen und von da aus die anderen Sachen dir dazu organisieren. Das klingt jetzt viel und komplex, aber es gibt es. Es gibt Mutter-Kind-Kuren. Du kannst auf Reise gehen mit deinem Baby und Zeit mit deinem Baby verbringen, mit ganz viel Hilfe außen drumherum. Dann gebe ich dir noch den Tipp, triff dich mit anderen Müttern. Versuch nicht zu viel alleine zu sein, denn das sind diese Gedanken, Karusselle und Spiralen, die brauchst du jetzt am allerwenigsten. Geh raus und versuche andere Mütter zu finden. Die findest du in Familienzentren der Nähe, aber auch einfach auf der Straße. Wenn dir eine Mutter begegnet, die sympathisch aussieht, die alleine ihren Kinderwagen schiebt oder alleine ihr Baby vom Bauch hat, sprich sie einfach an. Ich habe auch schon Mütter auf der Straße angesprochen, einfach so. Und es hat mir noch niemand übel genommen. Im Zweifel können da schöne Freundschaften bei entstehen oder einfach Weggefährtin für einen kurzen Zeitraum gemeinsam mit Baby, denn gemeinsam ist alles leichter. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, da war jetzt die ein oder andere Hilfestellung dabei. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben oder auch bei Instagram eine private Nachricht schreiben, dann liest nicht jeder mit. Ich wünsche euch alles, alles Liebe und habt ein schönes Wochenende. Ciao. Und nicht vergessen, trotzdem, du bist die beste Mama für dein Baby. Das bist du.